Und dann als alles, die der Bande waren, alles aufgelaufen, kommen sie mal bei mir im Haus zu bauen. Also die alle aufgelaufen, kommen gucken, ob es kein Kennenschnitt dabei wird. Auf Helle Schwick, also Fußballspieler in internationalen, der Vicky Heber, Heber Stachschi, Heber Chef von der Lützburger dort. Lützburger hat einen Barack für sich, die waren alle renneriert, sind die so gegangen. Die waren schön gedeckt mit dicken Beinen am Boden dort, mit Gas drüber gewusst. Weiter musste ich meinte, das ist ein schöner Bunker. Ja. Und der Vic war Chef von der Lützburger, der sagte, der Vic ist in Lützburger dabei. Sagt, ja, von wo bist du da? Von Gilsdorf. Hallo, als keinen kennt, kennt als kein Dicker schon. Doch, 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 hoch zu mir an den Kirchen des Kutzlu. Oh, Mom, doch, der Lohn, den ist an der Reihe. Und der war, der ein bisschen nur gehaut, weil der Preis ist war. Und so, da ist nachher, und er sagte, wie Lützburger, und ich hacke Lützburgisch. Und du kommst doch, ja, die Luxembourgeois. Oui, direkt. Da schauen, an der Sicht gehen. So, Leute, die kille Luxembourgeois. In Paul Paul in Luxembourgeois. Sie hat never angerufen. Sie hat ja an Ohren, dass ich mit Letzburger kommen immer vier von der Dorf war. Ne? Und die war vier um Krieg und die mit zehn in Frankreich studiert. Und du hast von den Vokanten zwei, von 14, die Toasten, Peisten. Da hat die von der Mädchen, hat die Zeit Münzen nicht wieder heimzufuhren. Dann hat das in Vokanten an der Stadt Letzburg geworfen. An der Stadt, und da in einem Hotel oder wie. Und dann ist er rausgefahren, an der Gondusche. Und die andere Zeit, von der Großvokanz, war dann ist er heimgefahren, da war schon so viel mehr zu heim. Und das hat die Tante Wurzel gesagt, sie wird zu Lützburg, hat sie in Frankreich studiert, und sie wäre zu Lützburg ganz gut abgehoben gewesen. In der Zeit waren Kommunisten zu Mina drüber und Stimmungen waren. Da sind immer schon Kommunismus gestimmt. Also, trotzdem, wie sie ganz gut abgehoben gewesen hat zu Lützburg. Und dafür wie sie auch so mit der Lützburger, die mal wie sie die anderen Lützburger mit hier waren. Und dafür waren wir immer bevorzugt. Und es gibt ja den Luxemburg, das war immer das Dicht. Also dann, die man sich in der Sicht haben, dann hätte sie mal zu bei sich kommen. Er hat letztes Mal heim, und dann kommt er in den Preis, dann kommt er immer ein paar Deckfäser durch vom Weg. Siehst du, du bist letztes Mal schon ein paar Kacke ins Mie. Er hat probiert, ich hab gedacht, das geht immer näher der Heimat zu. So. Und dann hat er gesagt, dass er mit der letzten Mal kann es gehen. Oh, du sollst mal in den Barack kommen, die war schon da. Da waren viele Lützburger, viele Könige, die bei mir an der am Arbeitsdienst waren oder an der Wehrmacht, an der Ausbildung, die nämlich handisch gegangen sind. Die handisch gegangen sind, aber die hier in Sandisch gefangen sind. Ja. Aber da war der Verdächte der Bande, weil sie ein kleines Lieschen haben, vier am Eck waren 100 Mann, die da luchen. Auf Brötchen, auf Pölzerbrötchen, alle zwei übernehmen. Und das war ziemlich steich. Und den anderen, der Leilein, so der Wick heißt, ein Britschfrei Urban. Ah, moin, moin, wo kennst du dann? Und wo giltst du? So, dann du, ich komme von Edelbrecken, also ein leichter Stimme, ich durch nun die Tür. Dann dort war die Freiwillige nach der Nacht nicht sind, das ist auch leid. Und dann hat er gedacht, Mois, wie Helgen, dass du schon mal das Gesicht gesehen hast. Das war der Pelle Schuss von Edelbrecken, weil ich zu Bett noch gestört habe. Den hat sie in der ersten Stimme. Das ist gemeint für einen älteren Mann. Wie war das denn? Ja, und nun zum Morgen ist immer draus schaffen gegangen. Die hängen an den Busch holt sich. Und was haben wir noch am Lager? Ah, wir sind immer da mit Kischen gestracht. 10 Freiwillige raus. Ich hätte französische Kischen zu streichen, das geheißen. Wie die französische Kischen, das für die Franzosen war, ich weiß nicht, wie sind die so genannt. Und du konnten mit 10 Mann werden. Du bist hingegangen, mir war schon etwas los, wir kommen zu mir und zielen, mit einem dicken Stein, und dann haben wir die Ziele da gerieben. Ganz rein zu Stips gerieben. Das war eine Affäre von mir, die mir eine gute Sendung hatte, von bald 14 Jahren. Aber wenn wir damit fertig waren, dann konnten wir aus der Südreise die Knuppe kreien. Und da haben wir den mal doch mal einen Steg ganz rein müssen schlagen.
dat toch stupski waren. Om we hadden zo goed tijd, we hadden dat veel gesloopt. We hadden nog door immer geguckt, wat we gesloopt hebben. Want wie alles door Rengbaar, toen komt Wasser, du hast Kischen dan ugestracht in. Wat rot ugestracht in. Wat pin, wat een biest, ja, der immer noch genoeg doet. Was die rot ugestracht in. Und du, wie das Trische war, die haben gesagt, du hast angefangen, du hast die Kreide geholt mit Wasser. Und du hast da nur mit diesen Streifen dran gezogen, wie wenn die gebaut werden, wie wenn das Ziel wäre, die gebaut werden. Und von weitem, von 50 Meter, hast du gemeint, das wäre eigentlich mit Ziel gebaut. Sie war wirklich schön, von weitem. Ein schön Kischer war von draußen. Und wir natürlich, wir sind es losgemacht, wie möglich, wie lange können dort zu bleiben. Weil die anderen alle gute Gäste hatten und mitschwert, und da konnte mir Supplement zuppern, da kommt der Dick von denen am Dippen da auf. Da. Die Klasse war oft, die wir so geht hatten. Und nur da drüber, und da war es bei 14, 3 Wochen gedauert, du kommst ein schwer Feder, du warst die Kirche verschwunden, du warst Färber im Fucht. Und dann, das ist eben nicht mehr gestartet ging. Das war ja dann am Juni, als wir hingekommen sind, und dann hast du, du warst nach der 8. hatte Lorenz Josch von Dicke, ich stehe hoch, du sollst dich umgehen, mit am Doppelkut, am Doppelkommando, so der Mann, die da, weil er muss, könnte raus vom Handy wohnen, also ich kleine Wohnung. Und Pärt, da fährt die rüber an das Lazarett. Da gehen wir die sich in die Nuss gestorben sind und die kommen dann an den Todenbarack rein. Das war auch so ein Barack für mich, ich hatte da kein Tier da und war ein Aufträge, das konnte auch gut. Und da sind sie da angetestet gehen, und wenn der 40 war, da war ein großes Lacht da, hat die haben Gefangenen ausgeworfen am Busch. Aber 40 Stück da waren, da sind die alle mit dem Drang geworfen gehen und dann hat es zugekackt gehen. Und ich komme hoch, ich gehe, und die waren mit der dicken Pilze gesteilt, die Töne von Steilen. Ich komme hoch, hier war vier, da ist halt eine Panne gewonnen, wo die, weißt du, weiß, die können eine Lärm hinholen, und dann haben wir da schranken können. Und hier war vier, die ist auch schon nicht vorhanden, in der Brüche hat man allein, oder mit der Beine geholt, wie war es schon, mit jemandem am Kopf. Und hier an der Tiere, die ist hier gefallen. Und das sind abgestanden, das sind abgestanden. Und so kann man nicht so ein Dach, und so fahren wir mehr Zeit. Ja, ich meine, da müsste der Ball rauskommen. Wenn wir so lös beigegangen, haben wir lange los. Hast du den dicken Poto, du hast den einen, ich war hier angegangen, du hast den einen, just hier und den Poto gestaltet. Das ist schon da. Das war schon gut steil, das ist toll. Also, mein lieber Junge, das ist. Das war so ein Bär, als drüber, die letzten Tage, die Leute gehen nicht im Abend. Im Todekommando, was müssen wir da tun? Aber sind wir nach an den Büschholz gegangen, oh, 200 Mann, über 100. Wir waren dort immer so reisen schon werden. Aber das ist ein dicker Kopf ging, von denen für eine Küche, für ein Feierzimmer. Von denen rumkommen sie aus dem Büsch. Und das war dann, die haben wir auf die Ohren geschafft. Ja, und dann hat die Serie, das war zu Stalingrad, und zu Tambo fährt, dann war ich da. Dann probier ein bisschen schön Kiel und Butzen. Und, da kommen wir nach Rheinkeier. Dann hat er da geheischt, das war zu Stalingrad. Sind wir austreten, alles austreten, das wäre März. Nach. Und dann kommen alles rausgetreten. Und da kriegte man Mäntel, russische Mäntel und russische Karpen. Keine Pelzekarpen mehr, die Karpen, die über die Dauer raufgehen, die sie unharten. Schüttfried Kuhlein. Aber was ist da los? Geht los nach Sibirien, weil wir dann das Geschirr so können, Mattel, wo wir nach Sibirien kommen. Hey, du hast alles rausmarschiert, zu Pferd raus, und wir so beim Gär. Oh, die Stalingrad, also Stalingrad, das ist so viel, da war wie viel gern, die ist gern, die kommen mal zusammen. Du hast Wattür, richtig Wattür, kein Fehlbaggon, ich stehe da ran. Und wir sind vielleicht 5 Minuten gefahren, Zugstallgarn, da haben alles raus, wo wir gehen. Und da war nebenan, war so ein Schmolzstoß,
Die waren drei von halb bis auf die Halfbrick, 150, 200 Meter. Gut, 200 Meter war denen mal lang. Und da hinten, drei an drei aufgestellt. Und in den Stalingrad war schon nicht mehr viel mehr. Und in den paar Stimmen, die nach der Stunde von den Häusern, da war entweder weiße Popeye oder weiße Tische an dem Boden. Die war voll Chlorkalk, die war ganz weiß. Und dann sind wir da marschiert, drei an drei Mann an der Reihe, da hinten marschiert. Was heißt das da? Nehmen? Also marschiert bis an den Damm, die 200, 250 Meter. Und dann und sie, da stehen sie, wir haben einen Berater und sie gefilmt. Das war ausgangs März, da und sie gefilmt. Ah, so, da war Propaganda, viel an den Dingen zu den Heim, guck mal rein. So viel haben wir da gefangen. Und dann umgedreht, und dann zu zehn an drei. An einer Reihe. Und du hast zurückmarschiert. Und da stehen sie im Dom am Pil, du hast da oben gedreht. Ja. Da waren die Dinge wie breit, wie groß, das waren Männer. Das waren dieselbe Spermien. Und dann haben sie gesagt, Lehrer, da bleibt für Propaganda zu machen, da ist so viel gefangen, um da gemacht, wo ausgangswärts. Und da bleibt für den Schneebeste, den Boden und den Mauern und die Dinge da gar. Da sind wir immer. Hat den Zug geklommen und zurück hat Lara den Mantel aufgehen, Pelzekarten, die russische Karten aufgehen, über den Spuk rieben. Und wir selber müssten lachen, dass wir da dran waren. Das hat sich Stalingrad nach, ja, das haben wir auf nicht da, sondern da war es immer. Ja, da war dann der Wand da. Na ja, da sind wir da hingekommen. Zu Stalingrad, da war es böse, ja. Da war das dann das. Ich hatte auch einen Durchfall, scheiß Reichen, Truhe. Ein ewiger Jung. Da sollst du bauen, du los, da waren so zwei Peiler geschlagen, eine kleine Grube rausgehoben. Und ein Pool drüber, und dann hast du Truhe. Und dann warst du da, hast du gemeint, du los da dabei, von halb bis an den Eck, 5 Meter. Dann hast du gespürt, heiler musst du gehen, dann warst du abgestanden allein, dann hast du schon einmal weggegangen und kommst du bis dahin. Ja, und dann ist das Lazarett gekommen. Und da sind dann nicht mehr viele rumgekommen aus dem Lazarett. Da kommt sie der Kohlestips. Ja, sie hatte schon so nicht. Da tut die Wahl ein bisschen geholfen, hat ein bisschen gestoppt. Und dann der Kohlestips, nur ich finde auf den da. Du kommst ja mal auf Boot. Und dann fährt sie Stalingrad, ja. Und da waren auch da die Nebennummer lucht da. Auf der Brücke, das war ein Streit. Drei Dinge, wo sie drauf schauen, die am Lazarett waren. Die eine hat bei Zwingli kein Brot mehr gegessen. Und in dem, der hat immer ein Kap Kissen gestorben, durch die Lungen. Sie machen den, wenn du gabst, dann machst du Frucht, wenn man dann nicht, dass sie gestorben. Und in der Schee, den Kap Kissen abgehoben, dann ist eine Mutter gegen zwei Kante Brot geholt. Wir waren zwar schon ein bisschen hart, aber wir haben schon mal etwas zu baffen. Ja, das war dann ein Stadion, das war Tam, da kommt Tam auf. Und dann haben wir so lange zu Tambo fahren. Die sagten dem, ja, wenn ich zu spät komme, komme ich danach. Und dann bin ich mal mit Gericht, ziehe am Neuer, da bin ich alles aus dem Hof gelaufen. Ich war natürlich auch dabei, bei dem Pferd, die Kuh gegangen. Da war, oh, hey, ich mache eine Schüssel, die gerufen, du wirst das da rieb machst. Und dann noch ein paar Stühle gehen, das heißt, wo giltst du? Da waren wir zu zwei giltst du, da bin ich einfach du schon ein. Und so der Mund, noch zwei Meter um den Krieg sein. Dann ist hochgekommen, ich war zu Stalingrad. Wo kannst du dann? Oh, ich komme auch von weit. Ich war auch da, die war noch, du war eh noch da. Wir waren zu zwei Lützebäuer da. Nein, dann sind wir immer im Krankentransport, die sind im August heimgekommen. Hier nach Martinum, ich war nicht stark, ich war nicht krank, ich war nicht hell, nicht stark genug. Hier nach vom Krankentransport heimgekommen. Die waren den August hei, in August sind die fortgegangen, ja. Und du die gesucht, du hast ihm gesucht, Mois, dass seine Mama und Mast gegangen an dem Kellerschirm, sein Frau auch, an dem sein Neue zu dick ist. Und die haben Wirtschaft, wo es konnte, und geheißt, wo Schäf schmeißt war. Da hat sie auch meine Mama gesagt, der ist auch das zu Tambow, denn das. Er hat keine Wüste, er ist ganz nach ganz, mit seinen Gliedern heran. Ja, und er hat ihm das gewohnt, von seiner Schwierigkeiten, dass er sie mitgekommen hat. Da hat er geschossen, dann sind sie doch zu Tambow, die kommen da noch rum.
Und dann hin, hin, und ich schwebte, das war auf die Wirtschaft zu putzen. Du sagst, Adler, wo ist dein Papa? Ich lasse noch du. Weil der Josef zu Hamburg, die kommen noch ein paar Mägen Mund, kommen die stehen, die kommen mich bitte. Und hat Hamburg geklappt, war das. Weil der Wunderschön, was du, der Josef zu Hamburg. Ich gebe ihm noch einen Hund an meinen Dirb zu drehen, ich komme direkt. Was ist denn da geblieben? Da haben wir erzählt, wo könntest du dann da drum? Ja, so und so gesagt. Ne? Und das nicht in unseren Gliedern all, soll ich Bescheid, sondern du kommst, Mama ist der Mast. Du hast dem Rieb gesagt, Mama, da hier, da doch schon erzählt. Ne? Du waren sie am Mund mir rüber, sie wussten, dass ich nach ging leben und dass ich nicht mehr kein Glied verloren hätte. Ne? Du waren sie rüber. Ne? Ja, so zu mir nach. So, zu mir nach da bis den Mischelstag, den 29. September, zu mir zu Rada, der Geier, der das Tambo was die Großstadt, der Schuss neben Dun dabei. Dürfen nennen sie Tambo, Rada hat sowieso okay gewusst. Du zu mir Mischelstag zu mir fortgeführt, den 29. September, Oktober, am 5. November war mir erheben, sodass mir. Sechs Wochen kannst du rechnen in der Weh waren, bisher. Und zu Radom, polnisch-russisch Grenz, da sind wir dann aufgeholt von der Lützeburger, nicht von der Lützeburger Regierung, für die kamen dabei. Sag ich, Madame Meyer, die war bei den Russen, dass sie müssten eine Uniform holen, da muss die mal hinkommen. Die hat eine Kapitänsuniform und den Dinge von Dickrich, die Thielen Zrosch, die war sowieso. Bei den fünf, die mit gekämpft und mit den Russen, die russische Uniform, die waren sechs Tage im Krieg, waren die schon daheim. Die waren auch dabei. Und die Russen heißen Amerikaner übergehen. Die und ja, du konnte mir natürlich Zigarette, Schokolade, da war mir mal ein Blut raus. Der Blum war gesandt zu Moskau. Ja, nachher haben wir zu Stalingrad. Wenn wir zu Stalingrad wie wir oben so reingegangen sind, auf die Brötchen. Dann haben wir nur noch einen Strehsack auf den Brötchen, den hölzen Dinge. Weiß, Bettische, Kapküssen, alles am Weißen. Oh, was ist das? Was kann die Kommission gucken? Ein, da haben wir eine Menge Müll gelegen und das ist. Und dann den anderen Tag, ja, die Luft nach da, dass keine Kommission kommt, oben schlugen sie nach da. Wir hatten den dritten Tag, oben. Du war der Mutter gefrucht. Du stehst weg, du war alles weg, du luchst mir um Holz, um Holz zu bringen. Ja, du hast gesagt, ja, der Blum wäre da gewesen, hat er bei Gesandten zu Moskau, da hat er hinstellen. Der Blumkönder, wie schenkt, er war hier um Lehrer, wie sie so, aber wie sie kein Raggelus. Ja, sie ist kein Raggelus, die nennt ein Uniform, da bist du angekommen. Ne? Ja, du luchst mir alle so auf der Brötchen, du war da drüber, den Zirkus. Ja, war ich auf dem Tambov, ja. Waren wir da, wenn wir da gelitten, dann heben. Dann waren wir nach zu Frankfurt und der Oder. Da sind wir ein Tier an den Kaserne gekommen. Da haben wir auch mal ein den, weil Tisch waren wir mal. Wenn wir mit Amerikanern kommen sind, da haben wir das ganz ein bisschen ausgedacht, da sind wir mal entlaust. Tour, Kappgeschuhe, war schon leise, auf Lee. Und alles aus, und dann warst die anderen geduscht. Und wenn die andere Seite rauskommt, dann kommt dann freie amerikanische Uniform. Und ich hatte eine ganze Uniform von Amerikanern, von freier, von vierem Krieg, eine russische Stiefel, eine preußische Ersatzstiefel. So, okay. Da werden sie das immer so geklebt. Die Füße rauskommen, was dann so etwas geht. Ja, so, dann haben wir in Frankfurt, ja, die Amerikaner, und dann ist der aufgelöst, mit dem Kamion. Der Grenz von Rad zu Radum, und die sind gerannt wie zwei. Das ich kam ja, die waren in den Hebel gegangen, Gott sei Dank, weil keinem etwas geschieht. Das waren lauter Schwarze, die gefahren sind. Die sind rausgezogen, und die sind alle vier. Und da waren wir mal bei den Amerikanern, da waren wir mal so weit gerettet. Und da waren wir zu Frankfurt und Rode, da waren auch hele Zubäude da. Der Mann, der Niki, aus der Großkasse, sie haben eine kleine Epicerie. Der Woche, der Niki, das war nicht Meier. Von Theisen hat er das ein Metzleiter, und Theisen hat man von denen
Enkelinnen von ihm gespürt hier. Die war auch da, Mayo, wo kommen die denn? Mayo, wir sind im Weg für heim. Also suchen wir nach 4-5 Städte an der Gare. Da warst du halt zwischen den Gleisen so durchgekocht, tun wir, dass immer ein Zug kommt, dass er mir gefuhr. Und da waren die Fenster schon, die an den P-Waggon oben, die Klappe waren noch. Und du hast auch einen Zug gehabt, den hast du direkt nach Russland gegangen. Da waren lauter Russinnen da, russisch-medisch. Ja. Und du hast Französisch geschwärt, aber da ist Luxemburgski. Hallo, parlare français, francese, die haben noch ein bisschen Französisch, aber mir kommt schon gut Französisch. Für gut, dass sie da kommen. Aber mit mir, sie kommen für, nein, wir gehen von heim, für mich wäre Luxemburg, wir gehen von heim für. Aber gut, dass sie kommen, es ist alt sich, du warst die haben geschafft. Das ist die Heier gelöst, die zurück nach Russland gegangen, die Ideen gegangen, also, die sind noch mattgeschläft, die sind nicht freiwillig reingekommen. Wie denen du gegangen hast, die sind ja hier rumgekommen. Die anderen haben wir da, wir haben nicht da gegeben mit denen. Ja, und der meiste Nickel, der Meierchen, ja. Den hast du nicht mitgekommen, man, wir haben die Rüste zählt auf, alle 5 Mann, und ich kann dann bis 10 zählen. 10x55, da wird Stopp, so, da muss man, und dann muss ich einer von denen stehen, die nicht mitgekommen, so, da muss die beiden, so, dreck ich nicht mehr ran, weil ich werde so gehen. Ja, du hast keine da geblieben. Und dann kommt der Flip, dahin, Silens Flip, kommt der Jucht auf Frankfurt. Du warst mit denen, kommt so schnell im Mund zu Frankfurt, am Platz, da man Eiselo mit Vio gefahren wird, hat keiner gesagt. Oh ja, dann haben wir Brüssel gekommen, und da kommen wir den Waggon, Wattwürfe, okay, da sitzen wir dann mal auf Wattwürfe, in der Holland durch, aber Brüssel, auf Wattwürfe. Wir sollten noch so mehr da an der Stadt kommen. Und du warst zu Hause im Nötzchen gekommen. Wir sind überall nach Gehaal, und was da durchkommt, da war kein Lokomotiv da. Ja, zu kleinen Betten auf der Gehaal, da stehen in Kanne, Schulkanne mit kleinen Pendelchen zu winken. Und dann zog er den Stall Gehaal, da waren ein paar, die von da waren, aus dem Eck. Da. Die haben eben gesagt, dass sie so ein Mann vor bis an den Stadt. Ne. Du hast schon dünner was da bei den Doktor. Oh, die sind, wir waren die verduft, die aus der Gegend fahren. Da sind ja, wir haben hier gefahren. Wir sind Städter, da sind wir da raus, und wir stehen ins Halbdoten da, du gehst los zu alle gut rauskommen. Und dann nicht nur direkt da hineingesprungen, weil das geht in die Janela auf der Gare. Ja, alle raus, ja, die ist bei den Nichten, lass mal so 20 Meter, gewähren da raus. Und dann werden die gerufen, hi Jampi, hi Jengi und so viel. Und dann sind die uns halt dort und die wollen laufen. Und dann laufen wir so im Dschungel. Da ist alles zu Genie gegangen. Die kommen sie, plus die aus der Gare gekommen sind. Ja, du hast halt immer sicher gegangen, dass die Könige gefunden. So bin mal. Und dann habe ich gerufen, da war mein Notbescheid. Nicht da jemand, und das war Dolga, dass er das Haus am Dolo gewohnt. Du war da, und da habe ich gerufen, ah, so Dolga, was du hast. Ich so, das kam von diesem Heidach. Der Papa steht da oben beim Motel Stern und merkt, hey, so, das soll einmal aufgucken, wenn du beginnst, das erste, wo ich stehe. Und das hat man da hochgegangen. Da war immer am Clemens, noch kein Taxi gefunden. Da. Clemens, das war in der Trito gemacht, und mit dem Tibor hat er gestorben, die war viel dabei. Du siehst, wenn es kein Taxi, wenn es kein Fenster von deinem Auto bis dahin hat, haben sie noch nicht viel Auto. Wir haben noch keinen. Wir haben am Krieg war den auf Zeit gestellt, in Lünden und in dem Hafen, den haben sie ganz offen montiert, die Buchstaben. Ja, dann, wenn es kein Fenster von der Schmattrasischen, du hast immer da oben gefahren. Ja, dann denken sie, dass ich mal drüben komme. Ja, was denken die denn daran? Ja, oh, schon Chance, das war gut gegangen. Keiner wusste, Alke, just 400.000 der Lastik gehabt. Ja. Und wir sind daheim, oh, da steht noch alles da mal ein Fenster, fut ja zu viel. Ne? Und da geht schon nach. Und also rin, und den das war bei den Amerikanern, den hast du so viel Minder, du warst schon 3 Minder oder 4 Minder eben. Ja, du warst der Spuck gelaufen. Ja, mein 19. Geburtstag, den chronisch an Italien. Am 20. Dekode ich
zu Stalingrad am Gefangenenlager 44. Am 21. Weg hole ich um Transport hierher. Ja, ohne Stadt, das nicht am Meer, ist eine gute Party gesucht von all der Zeit, wo ich fort war. Ob man alles da geschieht, ist, und es soll noch merci für die, die da noch gelauscht haben. Weil ich meine, die, die in den Gedanken sind, noch bei denen und die sind rein, die in der Zeit fort waren. Ne? So, also, ich schöne merci an die.